Hallo und herzlich willkommen, meine verehrten Zuschauer. Team Jimmy Jewel Channel, mein Name ist Ron, ich geleite Sie wieder heute fröhlich durch South Park The Fractured Butthole. Und, falls ihr die letzte Folge nicht geguckt habt, ja, wollt ihr am besten alle nochmal gucken. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. South Park hat viele Läden, welcher verkauft den Tod? Bla bla bla. Also, wir müssen die Rätsel des Coons lösen und ich habe schon eine gute Idee, wo ich hin muss. Der Laden mit dem Tod. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Abtreibungsklinik sein wird. Du zerstörst hier gerade einen zarten Moment. Du hättest ein Kondom nutzen Also, sollen. Wenn dein Outfit mich aufmuntern soll, das ist dir gelungen. Läuft. Willst du das Baby treten fühlen, solange es noch geht? Alter, das tat weh. Wir haben neue Vorräte reinbekommen, trotz knapper Fördermittel. Oh, der alte Gladiator, das tut weh. Missionsgegenstand. Hoffe, ja, das hilft. Arschpilzerkennung, Schnellschwangerschaftstest. Alter, was habt ihr hier für Sachen? Bis zum nächsten Mal. Naja, du mich auch. Bin ich hier falsch? Vermutlich. Du bist nicht der erste Promi hier, Verbrechen. Du kommst bestimmt wieder. Ja, aber ich will doch eigentlich nur... Ja, habe ich mich wohl geirrt. Dann muss ich wohl Geschäfte in den Tod verkaufen. Bei Jimbo? Ich meine, verkauft Waffen nicht den Tod. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Ja, wird doch eine. Mimi, Mimi, Mimi. Ich höre hier immer nur Mimi. Ist ja schlimmer, als wenn ich mit Jimmy zocke. Mann, ey. Was verkauft denn sonst noch den Tod? Ja, die Police Station, schon klar. Witzig, witzig. Das Peppermint Hippo? Nein, ich denke nicht. Lass schwule Fische sein. Klar, dass du das nicht verstehst. Wie könntest du auch lass schwule Fische sein? Die ganze Zeit die Donnerrubbel kauert. Schwule Fische, besiegen die Ninjas. Ich spüre Chaos im Anmarsch. Zeig ihnen, was du drauf hast. Mal richtig mit meiner Drachenflammenattacke. Ninja Speed, excuse me. Okay, der gibt's denn nicht. Hey, lass ihn in Ruhe! Neue Kussion da! The Predator finds its prey. Ja, ja, genau. So ein Wetter habt ihr noch nie erlebt! Ich will den Stürmen ja erstmal einfrieren, weil der kann nicht neu rufen, der geht auf den Zeiger. Auto, alles klar. Los, hopp jetzt! Ich hab noch was vor heute! Schnauze, wir kämpfen hier gerade gegen Ninjas. Die übrigens sich mit an den Straßenrand stellen, die Gelegenheit nutzen. Diabetes ist kampfbereit! So bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Ich glaube, das hat ihm richtig wehgetan. Ach, tu. Ihm ist kalt, dem muss kotzen. Die packt mir easy. Und er ist kaputt. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Chaos! Muss man mal googeln, wie Chaos dritte Fähigkeit. Ich verlasse mich auf dich. Darf ich mal ganz viel machen? Verteidigungsverringerung und Verlangsamung. Das ist schon eine miese Kombo. Ja, das glaube ich nicht, mein treuer Freund. Und bam, gibt's eine Zeitvorschlagung. Komm, hau drauf. Bin so schüchtern. Noch einen, komm. Schürze, mach mich fertig. Haha. Sugar me, boy, da. Ja, komm, leg los. I bring that. Du viel Druck! Tweak könnte Professor Chaos heilen. Machen wir es doch. Wann ist der eigentlich so schwach? Der hatte genau voll richtig viel HP und gute Damage-Technik. Danke sehr! Bitte gerne geschehen. Ich bin dran! Captain Diabetes, ich erwarte Großes von dir. Nimm das! Ammonia, ab! Nice! Mein Hammer wird meine Gegner ins Chaos hämmern! Ich meine, da kann sich jetzt eh nicht mehr so besonders viel rausnehmen, denn mir. Von daher. Das packst du schon! Ja.
Mhm. Ich habe Einzug Dauerregeneration auf das Ding. Und dann können wir uns doch mal meine Ulti angucken. Die ist ja jetzt neu gewählt. Ja, ich würde sagen, gar nicht übertrieben. Aber die gefällt mir. Lebt euch lieber nicht mit unserem... Wow, das war ein geiler Kampf, Leute! Ja, den habe ich richtig weggebankt, aber so richtig. Der Tod in allen Facetten, mein Gen. Waffenladen? Danke, da bin ich jetzt auch noch drauf gekommen. Cardman. Mann. Aber Jimbo hätte doch irgendwas Lustiges gemacht. Zum Beispiel ein Verbrecher, naja, abgeknallt. Oder? Vielleicht auch nicht. Ah, du hast mein Rätsel gelöst. Bist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Siehst du diesen Typ da drüben? Mach ein Selfie mit ihm. Jetzt, oder deine Mom leidet. Mitch Connor Major. Alter. Verbrechensbekämpfung ist kein Spiel. Deinetwegen stirbt noch mal jemand. Aber du machst trotzdem ein Selfie mit mir? Du bist nah dran, Neuer. Aber um mich zu finden, musst du noch ein Rätsel lösen. Ich bin ein Ort, wo Sitze an Ketten baumeln. Teils Wüste, teils Dschungel. Ein Ort zum Taumeln. Ja, ein Spielplatz. Wow. Jetzt muss ich dahin. Oder gab es hier noch einen Spielplatz? Ein Stadtplatz. Teils Wüste, teils Dschungel. Könnte hinkommen. Na, mal gucken. Mitch Connor. Was für eine Scheißerfindung. Mir besser gefallen, als er noch über Tacos und Burritos gesungen hat. Es kann ja im Endeffekt eigentlich nur der Spielplatz sein. Ich gehe trotzdem mal bei dem anderen, beim Stadtpark vorbei, weil... Liegt eh auf dem Weg, ganz ehrlich. Ach wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Aber deine Mutter ist ein gutes Vorbild für Nutten. Halt die Fresse, danke. Hier sind auch keine Ketten an Schaukeln, also Schaukeln überhaupt, nee. Ich bin immer froh, dass ich ein bisschen klar artikulieren kann, also Sprache ist eine Gabe. Oh, ein paar Mäuse. Ich habe die Fist of Iron, haha. Es ist schön, dass hier bei Scheiß rumliegt, weil ich brauche dringend alles. Ich hoffe, du hast ein paar Kröten im Sparstrumpf, hier kommst du nicht rein. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Nein, auf euch lasse ich mich heute nicht ein. Haha, Idioten. Ich hab nicht gedacht, dass ich auf den blöden Trick mit dem Ninja-Scheiß reinfahre, oder? Wie hast du mein Rätsel gelöst? Du bist so schlau, da werde ich richtig neidisch. Gut, siehst du die Frau da? Red mit ihr. Mach ein Selfie mit ihr. Mach schon. Es tut mir leid. Er hätte auf meine Veranda gekackt. Was sollte ich denn tun? Wir haben eben die Veranda gereinigt. Ich muss... Furchtbar. Musste gehorchen. Das sollte reichen. Tut mir leid. Jetzt habe ich, was ich brauche. Mach's gut. Ich habe ihn geortet. Alle seine Nachrichten kamen aus dem Gemeindezentrum. Ihr habt sie gehört, Freedom Pearls. Los zum Gemeindezentrum. Ja, machen wir das denn. Dann hoffe ich, kann ich Karten mal richtig die Fresse wegpeschen. So, das Gemeindezentrum, für alle, die es nicht wissen, ist irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Ja, ist das Rathaus. Das Gemeindezentrum muss ja dann irgendwo hier oben sein, oder? South Park Altenheim. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ist das nicht hilfreich? Gar nicht mal so, wa? Was ist eigentlich da oben rechts in der Ecke noch? Irgendwas, wo ich nicht hin kann. Okay. Freeman's Taco, Sloppy Seconds, der Stadtbüro, die Mobile, Unplanned Parenthood, Kirche. Ach, sieh einer an. Blind bin ich auch noch. Na gut, dann laufen wir uns mal in den Arschwund. Haben wir nichts zu tun. Ist auch nicht so, als würde das Spiel hier... Ninja Sense tingling. Ja, blablabla, deine Ninja Sense können mich mal da tingeln, wo sie... Ne? Genau. Ich hoffe, du hast ein paar Kröten im Sparstrumpf. Hier kommst du nicht rein. Ich hoffe, du kriegst gleich nicht einen blauen Fleck, du... Ach, komm. Verschwendete Liebesmühe.
Ich hab da eine Idee. Nee, zu viel. Stehe ich im Weg? Ah. Na dann mach mal. Toolchef, der Richtige für jeden Job. Ja, führ's mir ins Rektum ein und blas damit. Und fort den Stein. Haha! Ja! Wenn Reime geil machen, wa? Dann ist hier alles trocken. Eine coole Friends gibt es. Leuchtendes Rätsel. Okay, von dem Telekolleg ist eine seltsame Beschriftung dafür. Da ist noch ein Dollar-Jar. Ich will da hin. Das da. Ich will das. Ich will das Geld. Gib mir das Geld. Ich brauch Geld. Na gut, machen wir mal weiter. Wollte ich jetzt hier auch den ganzen Tag aufhalten. Aber hier war noch eben was ich mir angucken konnte. Drano Power. Ach nee, Quatsch, Mr. Muscle. Nein, Captain Diabetes. Okay, packen wir es an. Aus dem Weg! Ich bin aus dem Weg. Kurz hier durch die Gegend. Zieh weiter, tapferer Krieger. Wir werden uns wiedersehen. Alles klar. Ich gebe mein fast Bestes. Wohin komme ich da jetzt? Beug dich vor der Macht von T-Mobile, Unwürdiger! Ich kann von hinten ran. Hahaha. Ist ja krass. Sturmanzug und Sturmkostüm. Ich meine, das sieht man ja jetzt ja gerade nicht, aber ich werde es einfach mal anziehen. Das ist bestimmt, Arcana Hut. Alles scheiße. Kleidung. Ich habe zwar nichts mit Sturm zu tun, aber... Ich meine, ich trage Mumienkostüm und habe damit auch nichts an Hut. Können wir übrigens mal ändern. Naja. Das sieht doch magisch aus. Noch eine Narbe? Nö, heute nicht. Jetzt habe ich noch eine Artefakt bekommen, was ich irgendwie verwenden kann. Irgendwas Vernünftiges? Pussy des Glücks. Ha! Krustentierchenmodulator. Ja, ich brauche irgendwas Besseres. Vielleicht kann ich ja was Nützliches craften. Sieht aktuell nicht so aus, aber ich brauche die Herstellungsringe. Vermute ich mal. Oder auch nicht. Überhaupt irgendwas Nützliches hier? Nee? Nee, geil. Warum sollte ich es nicht herstellen? Ich weiß nicht. Hat doch bestimmt was. Sieht auch nur mäßig beschränkt aus, aber wir machen das jetzt so. Ich find euch schon noch, Miezis! Jetzt kommen die immer in zweier Arschlochgruppen. Ich garantiere dir unbegrenztes Volumen im D-Chat! Und ich garantiere dir, dass ich dir eine Suppe koche, wenn du mir weiter auf den Zeiger gehst. Internet, ich kann da! Nee, gut, läuft bei euch nicht. Ich habe was weitaus Wichtigeres vor, als mit euch Arschkrampen hier irgendwie... irgendwas zu machen. Wo sind die anderen? Egal, wir haben keine Zeit. Schnappen wir uns diesen fetten Scheißhaufen. Oh ja. Okay, 1, 2, 3. Das führt doch zu. Oh mein Gott, seht mal. Sieh an, sieh an. Die Freedom Pearls und ihr neuester Rekrut. Was hast du mit Wunderarschs Eltern gemacht, Fettarsch? Noch nichts. Aber wenn ich erstmal mit euch fertig bin, wer weiß was dann. Du treibst es so weit. Wir machen dem ein Ende. Das Einzige, das hier ein Ende findet, bist du, Miss Tyrion. Jawohl, ich glaube nicht. Kappen. Jetzt nimm deine blöde Hand runter und lass die Spielchen.
Wir müssen ihn aufhalten. Er hat die ganzen Follower vom Neuen. Auch mit ihrer Hilfe hältst du mich nicht auf, Kuhn. Das werden wir ja sehen, Wichser. Okay, Cartman. Sollen wir Mitch Connor für dich umlegen? Wir machen das Arschloch kalt. Okay. Ist das Meisterhand oder was? Wir können Mitch Connor aufhalten, Jungs, aber trefft nicht mich. Ich versuche es. Nicht. Mal ansatzweise. Sorry, dass deine Eltern entführt wurden. Als Entführungsopfer kann ich das total verstehen. Diabetes-Time! Oje, Mimi, dieser Mitch Connor ist wirklich ein hinterhältiger Heimtuckerer! Kuhnkreis. Ich glaube, ich bin jetzt noch mal dran. Ah, er ist viel zu oft am Zug! Oh Mann, echt? Ernsthaft? Der hat auch die Zeit. Ja, du weißt, dass das Connor war und nicht ich. Ich weiß nicht mehr, was ich noch glauben soll. Geht mir leider ähnlich. Könnte es sein, dass Kuhn die Wahrheit sagt? Nein. Kleine Erfrischung. Armer Kuhn, du scheinst alles abzubekommen. Ja, weil die anderen nicht zielen können. Jetzt setzt was. Hallo, ich bin auf deiner Seite. Nein, du bist... Leute, ich weiß nicht, wem ich hier noch glauben kann. Ah, eine geile Rückstoßkombi. Nein, wir klatschen hier erstmal runter. Au! Dein muskelbepackter Körper ist der perfekte Schutzschild, Kuhn. Ich bin für meine Superstärke bekannt, Wichser. Muskelbepackt, ja. Nee. Oh, warum greifst du mich an? Leg das Mikro weg, du Pfosten. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich hab das Gefühl, dass du jetzt einen auf die Mappe kriegst, weil du mir tierisch auf den Zeiger gehst, Fettsack. Ah, super, ich komm nicht dran. Na toll, egal. Dein Zug ist beendet. Hier kommt Wunderkrieg! Ich habe keine Möglichkeit, ihn anzugreifen. Das heißt... Ich kann nur HP regenerieren. Ich bin gespannt. So, da macht der Kampf aus! Hier, Heilung! Aber dir Dankeschön. So, Dickerchen. Erstmal Abwehr senken. Weil wir brauchen immer. Au! Bleib locker, Arschloch. Ich will auch deine Eltern finden. Du hast meine Eltern für Dickerchen. Voll, so, das hat mir nichts abgezogen. Fire? Real? Macht er das? Dann hallo! Er hat ein Reflektorschild. Insulinschock! Ich bin jetzt wahrscheinlich starten. Mitch Connor ist da drüben. Was man sagt, ist man selber. Hast du keine Ehre, Schurke? Macht euch auf Schmerz gefasst! Aber irgendwie müssen wir ja runterklatschen, weil ganz ehrlich, ich den Schaden zwar jetzt auch, aber... Fick dich, Cartman! Alter. Das wird wehtun. Ja. Ihr Superheld blutet ja so schnell. Spar dir deinen Spott. Tja. Hey, du blutest. Oh ja, Super-Igel obendrauf. Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Der denkt sich einfach nur irgendeine Scheiße aus. Das ist doch nicht fair. Aber es ist typisch für den kleinen dicken Jungen. Ich meine, vielleicht erinnert ihr euch an die Folge mit Jennifer Lopez, die war schon ein bisschen... Ne? Gänsebehindert? Beeilung. Sag ich mal. Aber, naja, gut. Ich meine, Cartman ist in der Sendung ja schon ein bisschen unaufstellig. Allerdings muss ich jetzt hier zusagen, Uni, wäre die Sendung nicht so geil. Saft, gib mir Kraft! Welcher Saft und warum Kraft? Oh, verdammt, ich hab Arschlochs Eltern nicht entführt. Ja, oh, ich hoffe, wir machen keine riesen Fehler. Leute, wollt ihr meinen Hammer des Chaos sehen? Der ist cool. Erstmal hat der mit Connor einen richtigen an. Das war ich, kein Friendly Fire. Zur Abwechslung bin ich mal nicht derjenige, dem schwummrig ist. Da ist Rennen gibt's Körper. Dazu. It, ja, nee, okay. Alles klar. Nee, mach mal. Einfach Status-Effekt hinzu. Ja!
Ich nach Instant Permadeath. Leid, Leute. Finch ist echt ein Arschloch, oder? Das kaufe ich dir nicht ab! Ja. Und eine Bewegungseinschränkung. Ja, nee, okay, alles klar. Auch noch. Ich brauche einen Muntermacher! Wie schmeckt dir das? Wahrscheinlich nach Quesadilla. Wunderarsch, Saftsack, Neuer, ich schwöre, ich bin hier nur die unschuldige Geisel. Meiner Berechnung nach habt ihr mich nicht getroffen. Doch. Meiner Berechnung nach schon. Captain Diabetes fürchtet nichts! Lebe ich voll auf diese? Zucker Smash! Wie loyal deine ehemaligen Kameraden dir gegenüber sind. Du bist doch arschig zu ihnen. Mal, die gehen ja alle hops nach. Du tust dir nur selber weh. Jetzt ist der Fettsack auch wieder dran. Yay, geil. Zeit für meine mächtigste Waffe, den Hammer des Chaos! Ja. Classy anrufen. Bleib beim Machen. Oh shit, nein! Oh nein! Au! Ja, Bitch, du bist tot! Nein, noch nicht ganz leider, aber. So, das. Der Pimmel am C. Genau wie du! Nein! Gleich kriegt ihr Tollwut! Oh, und du frierst? Auch noch. Nö, mach mal. Ist okay. Mitch ist ein zäher Brocken, oder? Fick dich, Kasten! Ist ein toter Brocken. Oh, du frierst. Legt auf den Sack. Was denn noch? Sonst noch Wünsche? Ein Sturm zieht auf! Donnerlippchen! Oh, deine coolen Freunde wirken irgendwie nicht mehr so freundlich. Halt's Maul, Connor. Ach, zumindest ein Querschläger-Scheiß jetzt vorbei. Ja, ich friere. Kann ich trotzdem jetzt mal hier auf die Mappe hauen? Scheinbar nicht. Jetzt wird gekunt. Ja, ich hasse ihn so, so dermaßen. Das Blut deiner Freunde klebt an deinen Händen, Kunst. Nein, ja. Brennen gibt's dazu. Ja, komm. Mach, was du meinst. Ist okay. Jetzt klatsche ich dir aber außerhalb der Runde mal ordentlich einen auf das Gesicht, ey. Wie geheilt hat für. War ich bei mir alleine. Was hast du mit denen gemacht, Wunderarsch? Ich bin dran! Au. Also ich finde den Kampf Mitch so ein bisschen, ich nenne mal, ich sag mal unfair. Aber da das ja hier bei South Park angegeben ist, und ich jetzt endlich meine Ulti habe und dann den Dicken noch fertig gemacht habe, dann würde ich mal sagen, ja, Pech gehabt. Also. Da ist es halt unfair. Kriegst wahrscheinlich noch Stufe 2 oder so, Unbesiegbarkeit mit Gatling Gun und Atombombenartikel oder so. Ich mag, wie du Chaos stiftest. Ja, ne, ist geil. Aber du bist tot, also hat die Wow, Leute, ihr habt Mitch Connor besiegt. Haben wir? Können wir jetzt die Hand abpacken, bitte? Schwere Handertäuschung. Das war's. Das ist jetzt nicht so krass. Wo sind Wunderarschs Eltern? Das erfahrt ihr nie. Nein, Connor! Scheiße, er ist weg! Kommt! Schaffen wir das fette Stück Scheiße zur Basis! Wen meinst du, Jungenkeit? Cartman wird nur auspacken, wenn wir ihn foltern! Manchmal ist Folter die einzige Lösung! Ihr wollt mich foltern? Warum? Alle Mann zur In dem Fall habe ich das Gefühl, ich bin dabei, aber ich befürchte. Was labert ihr? Eric kann da tatsächlich nichts für. Der Kuhn! Was? Im schlimmsten Fall. Oder im besten Fall. Oder so. Was passiert hier? Ganz ehrlich, Leute. Ich habe keine Ahnung. Aber, weil ich keine Ahnung habe, diese Folge jetzt mal langsam zu Ende sein muss, weil ihr wollt euch ja nicht den ganzen Tag diesen Scheiß hier anhören, würde ich sagen, wir sehen, hören und riechen uns bei der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sind gut.